0:0 bei Preußen Münster, ein Ergebnis, mit dem man gut nach Hause fahren kann? Ja, wenn wir ein bisschen konsequenter wären vorne, hätten wir hier 3 Punkte mitnehmen können. Ich denke, das war ein ausgeglichenes Spiel. Am Anfang hatte Münster die eine oder andere Chance gehabt, aber die ganz große Chance hatten wir gehabt mit dem Rico. Wenn der Ball dann reingeht mit dem Innenpfosten, dann denke ich, dann nehmen wir hier die 3 Punkte mit und ja, jetzt müssen wir uns mit einem Punkt begnügen. Wenn man die beiden Halbzeiten vergleicht, kann man sagen, die eine ging an Würzburg, die andere an die Münsteraner? Ja, würde ich nicht sagen. Bei uns hat vorne so in der zweiten Halbzeit der letzte Pass in die Tiefe, in die Schnittstelle gefehlt. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es ein gerechtes Unentschieden ist. Die Würzburger Kickers holen 1 Punkt in Münster nach einem 0:0. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, kann man so jetzt noch nicht sagen. Also ich denke, es war am Anfang nicht schlecht. Wir hatten auch ein paar gute Chancen. Zum Ende hin wurde es dann von Münster her stärker. Und ja, am Ende muss man mit dem Punkt zufrieden sein. Ich denke, Robert Wolnikowski hat heute viele Bälle gefischt und euch im Spiel gehalten. Wie hast du seine Leistung gesehen? Ja, wohl jetzt, nachdem er verletzt war, 2-3 Wochen, ist Bernd stark zurückgekommen, so wie man es von ihm kennt. Und ja, kann ich mich nur anschließen, war eine starke Leistung von ihm. Jetzt einen Punkt auswärts geholt. Nächste Woche geht es weiter in der dritten Liga. Kann man darauf aufbauen, auf der Leistung heute? Ja, natürlich. Also wir haben wieder kein Gegentor zugelassen. Insgesamt mit einem Gegentor stehen wir da. Aber jetzt müssen wir auch langsam nach vorne ein bisschen besser werden, um dann auch mal ein Spiel zu gewinnen. 0:0 beim SCP, ein Punkt, den man gewonnen hat, oder 2, die liegen geblieben sind? Ja, wir hatten eigentlich vor, 3 Punkte hier zu holen. Das Spiel war ziemlich ausgeglichen. Münster hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen, wir hatten gute Chancen. Ja, ich persönlich bin unzufrieden, aber letztendlich können wir mit einem Punkt hier zufrieden sein, mit Münster. Was hätte vielleicht noch ein bisschen besser laufen können heute bei euch? Ja, also der letzte Pass hat nicht gepasst bei uns. Also wir haben es ziemlich gut gespielt bis zum 16er, aber dann hat der letzte Pass gefehlt und ja, wir müssen einfach torgefährlicher werden und eiskalt vorm Tor. Hat der Trainer das auch noch mal in der Halbzeit irgendwie angesprochen oder noch ein paar Tipps auf den Weg gegeben? Ja, der Trainer hat uns eigentlich gelobt, dass wir einfach so weiterspielen sollen und uns einfach belohnen mal für unseren Aufwand, weil wir machen das Woche für Woche, spielen wir eigentlich ganz gut bis zum 16er, aber dann belohnen wir uns einfach nicht und machen das Tor nicht. Daran müssen wir jetzt arbeiten in den nächsten Wochen.